Jetzt darf die hier den Platz einnehmen, nach vorne gehen. Und jetzt merkt irgendwann, die Ferse will runter. Und dann landet ihr hier. Bis dahin nochmal. Und das stimmt auch. Bumm. Wupp. Wupp. Ferse darf runtergehen. Angekommen. Wer möchte, darf hier ein langes Bein haben. Nochmal. Und zah. Rum, rein. Jetzt habt ihr Folgendes. Jetzt will euer Becken aus der Position hier nach vorne. Wenn ihr vorne angekommen seid, dürft ihr einen Check in eurem Körper machen. Ihr habt ja einen Po. Das Ding ist, ihr habt oberhalb eures Pos, habt ihr einen weiteren Muskel, der kann jetzt hier hochziehen. Oberhalb des Pos, hinten, wenn ihr mich hier in der Position seid, hier hinten, im Rücken, der darf nach oben ziehen. Und haltet das mal kurz, das ist ein Muskel von der Gruppe, die auch irgendwann dicht machen können und dann nicht mehr funktionieren. Bauchmuskulatur gehört da nicht dazu, die Rückenmuskulatur, viele Parts gehören da dazu. Wenn die zu lange beansprucht werden, dann sind die zu verglühen sozusagen und sind auch nicht mehr brauchbar für ein paar Minütchen. So, dieses Prinzip hier reingehen. Ja? So, ihr habt hier angefangen hiermit. Rein, runder Rücken, Welanski mit der linken Schulter von euch, reingehen, Becken nach vorne, so weit nach vorne, bis ihr hier merkt, jetzt könnt ihr hier ziehen, obwohl das Becken hier vorne ist, jetzt holt ihr hier mit das Bein und schließt hier ran und geht raus. Sieht erstmal sehr simpel aus, wenn man es so rummacht, ne? Also wir haben, wupp, hinten wird rund, reindrehen, ihr könnt ja auch mal den hier machen, ne? Einschenken, Glas einschenken, einschenken, reingehen, jetzt kommt hier vor, bis ihr das Bein holen könnt, unser Fersen-Change und raus.